Drücken auf Tempo, sie schießen aus allen Lagen. Ein neuer deutscher Angriff. Der Ball kommt zu Fritz Walter. Ein Schuss aus 20 Meter, es steht 1:1. Dann werden die Seiten gewechselt. Die Sowjetunion spielt jetzt gegen die Sonne. Ein gefährlicher Angriff kann im letzten Augenblick gebremst werden. Röhrig führt den Ball, könnte schießen, täuscht seinen Bewacher, Schäfer jagt vor und schießt aus spitzem Winkel zum 2:1 ein. Das ist das Signal zum russischen Großangriff. Dem durchgebrochenen Tatuschin wirft sich Herkenrath tollkühn entgegen. 70. Minute gegen Maslonkins Bombe ist Herkenrath machtlos. Es steht 2:2. Erneute Chance für Deutschland. Rahn erhält den Ball und geht ab wie die Feuerwehr. Seine Flanke aber wird von Yashin sicher abgewehrt. Die russische Sturmwalze läuft auf vollen Touren. In der 74. Minute fällt die Entscheidung. Liebrich wehrt ab. Der Nachschuss von Iljin ist unhaltbar. 3:2 gewinnt die Sowjetunion die Sonnenschlacht im Dynamo-Stadion. Ein freundschaftlicher Händedruck beendet ein faires Spiel.